Guten Tag, alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zum Comeback. Mal wieder, des Jahres. Alle Jahre wieder. GTA 5, Alter. Achtung, ja, mach mal. Was auch immer. Wir nehmen das mal. Also, wo wir denn heute, habe ich mir sagen lassen, ein kleines bisschen, weißt du, wir brauchen mehr Action. Aber ja, muss dann mal gemacht werden. Und deswegen werden wir natürlich, was hier runterfahren. Moment, ich sollte die Musik wahrscheinlich ausmachen. Okay. Das ist sehr schön, das Spiel immer brav resettet. Jedes Mal, wenn ich es neu starte, muss ich das Radio wieder ausschalten. Weil ansonsten kommen die bösen YouTube-Menschen und sagen, sehr, also jetzt ist aber hier mal Feierabend. So, das passiert immer. Und deswegen, deswegen muss man das manchmal auch machen. Alle Jahre wieder halt, ne? Weil ansonsten sagt das Spiel ja auch irgendwie irgendwann mal. Nee, weißt du, also jetzt reicht's dann auch. Jetzt bin ich dann auch traurig. Das wollen wir auch nicht. Das wollen wir auch nicht und deswegen, weißt du, machen wir jetzt hier mal klar. Ich weiß nicht, ich glaube, die Mission, die ich da markiert habe, ist, dieser lustige kleine Paparazzi-Typ ist da. Also ernsthaft. Dieser lustige kleine Paparazzi-Typ da und dann, was, ich wollte eigentlich, nein! Ich wollte eine Vollbremsung machen eigentlich. Stattdessen plötzlich, mehrfacher Mörder. Ja gut, willkommen zurück in GTA 5. Läuft. Jetzt sind wir auf der Polizei gedingsbums. Nein, ich kann nicht von der Polizei gedingsbums. Ich hatte doch Pläne. Du kannst mich einfach irgendwie jetzt über den Haufen kacken und sagen, nee, ist jetzt nicht mehr. Ja, ernsthaft. Geh doch mal einfach jetzt irgendwie in so eine Ecke. Pass mal auf, wir gehen jetzt einfach in so eine Ecke. Warum sind die überhaupt noch da? Warum spawnen die hinter mir? Das habe ich die Sache, die ich komplett vergessen habe. Dass die permanent hinter dir spawnen und sagen, so, pass mal auf, jetzt ist aber vorbei hier. Und wenn sie das tun, dann habe ich einfach ein Problem. Und dann muss ich irgendwie gucken, dass ich trotzdem irgendwie zurande komme. Ist ja Wahnsinn. Das wilde Paparazzi liegt vor mir, weil ich gerade von der Polizei gejagt bin. Warum habe ich denn jetzt zwei Sterne? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich existiere doch nur. Ihr könnt doch nicht einfach mich jagen. Jetzt kommt der Wichser, kommt mir natürlich genau entgegen. Warte mal, ich gehe jetzt in das Parkhaus. Ich gehe in das Parkhaus. Keiner wird davon je erfahren. Wollt ihr wahrscheinlich gerade zufällig, genau hier auch einbiegen. Wenn die Wichser jetzt hier nicht vorbeifahren, ne? Das ist einfach, ich stehe in irgendeinem willkürlichen Parkhaus und die denken natürlich, ja, Moment, wo soll der sonst sein, wenn nicht in dem Parkhaus? Und dann stehe ich da und muss halt wieder gehen. Die kommen jetzt aber bitte nicht hier hoch, oder? Die kommen nicht hier hoch. Ich lasse das Auto jetzt da stehen. Ich bin jetzt klug. Geh in ein anderes Auto. Pass mal auf. Ja, dann gehen wir nämlich hier rein. Dann erkennen die mich nicht mehr, nachdem ich die Alarmanlage dafür ausgelöst habe. Das Motorrad. Sind weg. Ja, gut funktioniert. Das ist meine direkte Profi-Strategie hier. Und, aber muss ich ja auch. Also muss ich auch sein, weil ansonsten geht das ja alles nicht mehr. Jetzt machst du denn nie wieder die Scheibe kaputt, Freundchen. So läuft das nicht mehr. Also das ist immer eine schlechte Idee. Wir sagen lassen, dass es schneller geht, wenn man ganz viel Knöpfe drückt. Also das Auto kurz schließen. Darf ich denn jetzt dahin fahren, wo ich eigentlich ursprünglich mal hin wollte, du Arschkrampe? So, hier und da wollen wir nämlich hin. Zu dem P wie Pandoras Box, die wir damit öffnen werden. Hauseigen. So, guck. herrlich, das Spiel, ich vermisse dieses Spiel regelmäßig. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Wo kann ich denn runter? Wo ist denn der Ausweg aus diesem quasi unendlichen Leid namens Parkhaus? So, hier. Ich wollte einfach nur eine Vollbremsung machen. Plötzlich bin ich mehrfacher Mörder. Das ist irgendwie, das ist auch nicht richtig. Also da muss ich Spiel jetzt aber auch mal sagen, nee, also Freundchen, Contenance. Ja? Also ich muss die ja auch bewahren. Da kann ja dein Spiel nicht einfach sagen, nö, weißt du was, scheiß drauf. Was ist, was ich will? Wir sind ja nicht im Anarchieland, Alter. Nee, also schon irgendwo, aber aber nicht so. Das ist ja was ganz anderes. Wo ist der jetzt, der Typ? Ja, hallo. Wo ist der Affe? Das scheiß Motorrad. Nein. Jetzt muss ich Motorrad fahren. Ich komme mit dem Auto schon nicht klar. Das kann nur gut werden. Was willst du denn jetzt von mir? Wo ist denn der Wichser? Wo ist denn dein Schild? Also dein... Motherfucker, would you stop doing this shit? Oh, it's you. Hey, how's it going, homie? Yeah. Hey, you seem incredible lately. Yeah, Trevor Phillips, nee. But I doubt if you want a picture of him. Oh, wait. Wasn't he in the men's room? Nah. Oh, shit, I gotta tell you. This is unbelievable. Ah, yeah, beat you. That hurt. Man, you're not gonna believe this. Karma, my friend. A reality series about me. Über yeah, dich. It's true, man. I'm gonna be big. I'm gonna be huge, right? It's all about the Nein. incredibly glamorous Nein. life I lead. Huh? Good. Yeah, boy. Oh, yeah, boy. Yeah, except, you know, while I'm doing that, I'm gonna need somebody else to take some shots. Yeah, boy, Mr. Dingens. Wer war da nochmal? Flavor Flav, Alter. Oh, come on, dude. Come on, homie. All right, look, this, if you get a chance. Right? I mean, there's no rush. Okay? Oh, and what I'll do is I'll send you a list of names and some links so you can see who they are. Right? Danke. Der ist sehr, sehr entgegen. All right. Hey, you know, and I promise you, fame won't change me one bit. Nee, gar nicht. Yeah, ich sag mal so. In dem Fall. Wenn denn ja tendenziell auch eher im Positiven. I'm good. Ja, ich seh's. Okay. Wow, everything's good. Was willst du denn jetzt von mir, du Lappen?
Tschö. Gute Nacht. Hat der mir das jetzt nur erzählt und ist wieder schlafen gegangen. Das heißt, das hat mich jetzt quasi überhaupt nicht weitergebracht. Das ist ja sehr nett. Also, warte mal, hier ist, was ist das für das Heißding, ne? Da können wir natürlich was machen. Was machen wir denn als nächstes? Wir könnten hier hinfahren. Wir könnten da hinfahren und mal gucken, was da so geht. Oder wir machen Vorbereitung für ein Heist. Aber Vorbereitung für ein Heist ist ja sehr heiß. Wahrscheinlich dann auch, dass wir voranschreiten. Vielleicht fahren wir tatsächlich zu den Fragezeichen oder wir gehen mal Lester besuchen. Vielleicht gehen wir einfach Lester besuchen. Weißt du was? Wir fahren Lester besuchen. Lester brauche ich auch mal, Unterhaltung und so. Wir nehmen natürlich sicherlich das Motorrad, das ich in ungefähr 3,5 Sekunden bereuen werde. Aber dafür Pisswasser. Ist auch gut. Ist schön. Habe ich auch eine Dose hier stehen, aber ist, glaube ich, nur ein Energy-Drink. Ist gut. Komm, ist lustig. Das ist ein lustiges Gimmick. Das ist dann nämlich, da steht was draußen. Ja, jetzt bin ich wieder schuld, ne? Jetzt bin ich wieder schuld, weil ich fahre nicht mal mehr, ich habe nicht mal mehr einen Helm. Ne? Weißt du, im Grunde genommen bin ich ja der Unschuldige von allen hier. Und dann kommst du da und sagst, nee, Helm. Arschkrampe. So, weißt du, ich nehme das jetzt nicht mehr auf mich. Ich werde das jetzt nicht mehr auf mir ruhen und sitzen lassen, sondern einfach. Warte, das Motorrad ist ganz schön langsam. Ja, ich wusste nicht, dass dieses Spiel Jumpscares hat, aber ich mach gut auf. Ja, geh doch jetzt bitte weg. Weißt du, nur weil du meinst, du kannst den schwarz-gelben Mustang fahren. Kommst du nicht mehr nach Hause? Ich habe mir Sorgen gemacht. Was willst du denn von mir überhaupt? Wer bist du überhaupt, Denise? Ja. Gott, das war schon geschickt eingefädelt. Andersrum sage ich das jetzt nicht. Da kommt wieder der böse YouTube-Mann und sagt, nö, also ich sage jetzt ja auch, weißt du, böse Wörter. Aber es ist ja unheimlich, was YouTube mittlerweile alles kann. Also im Grunde genommen, du kriegst ja dann immer, wenn du so ein Video hochlädst, kriegst du ja immer so ein vorgeschlagenes Thumbnail quasi. Und im Prinzip ist das mittlerweile so, dass die dann auch erkennen, wenn ein Gesicht im Bild ist. Also das ist Wahnsinn. Das wird irgendwie, ich habe das Gefühl, dass das in den nächsten Jahren noch sehr, sehr schlimm wird. Die werden das komplette Video demnächst auswendig kennen, okay, bevor es überhaupt irgendwer gesehen hat. Sure, the cigarette that built America. They've rigged a jury to throw a class action lawsuit that would cover the treatment costs of thousands of emphysema sufferers. There are 4 corrupt jurors on Redwood's books. I'll send you the details. Oh, and we only have a few hours to make them disappear. The court case is tomorrow morning. Is that all, dog? Shit, that's quite a favor. And that's quite a house you're living in. Get this done quickly, and I'll try to throw in a sweetener as well. Now, I'd advise picking up some long-range hardware to get this job done. You'll be helping a lot of people with this, Franklin, including anyone who might have a sizable investment in, say, debonair cigarettes. Ja, dann machen wir es natürlich, weil wir sind ja sehr soziale kleine Pandas. Muss ich jetzt, Moment, ich weiß gar nicht, wie das mit den Waffen hier funktioniert. Wo ist denn mein Waffenauswahlapparatus? Da. Habe ich jetzt irgendwas Long-Range-mäßiges? Ist das hier Long-Range? Das ist ein Sniper-Rifle. Ja, wir nehmen das Sniper-Rifle und stecken das Sniper-Rifle wieder weg. Ich weiß nicht mehr, wie ich das Sniper-Rifle wegstecke. Ich weiß nicht mehr, wie das alles funktioniert. So funktioniert. Schalte die, Geschworenen aus. Ja, dann lass mal die Geschworenen ausschalten gehen mit einem Sniper-Rifle. Natürlich, weil wir sind ja, also wenn das Ziel echt, gehört ja auch dazu. Es ist nicht so, als wären wir komplett stilfrei. Also, wir sind ja nicht in einer stilfreien Zone. Also YouTube, das wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Weil wie gesagt, die erkennen jetzt schon aus einem teilweise 20-minütigen Video den einen Frame, wo gerade irgendwie so ein Gesicht groß, also der Zoom gerade auf der Facecam ist oder so ein Scheiß, das erkennen die. Das ist lustig. Die werden dann später das wahrscheinlich dann auch so nutzen, dass wenn die merken, dass ein Zuschauer irgendwie, was weiß ich, eher auf Videos mit Facecam steht oder überhaupt auf Videos steht, in denen irgendwer zu sehen ist, dass sie dann dir auch nur diese Videos vorschlagen, größtenteils vielmehr. Das wird sehr, sehr interessant. Entschuldigung? Sehr wohl. Moment, was muss ich jetzt machen? Muss ich die jetzt hier ausschalten? Einfach so hier auf der Kö. Aber das ist doch doof. Das halte ich für keine gute Idee. Oder muss ich erstmal an diesen Ort? Vielleicht muss ich erstmal an diesen Ort. Wir gehen erstmal gucken. Wir gehen mal gucken, was hier so geht. Guten Tag. Nice. Ist es der Typ, den ich umbringen muss? Ich kann ja von den Typ da jetzt umbringen. Oder muss ich die alle nach und nach irgendwie... Pass mal auf, so. Ist das jetzt der? Wahrscheinlich ist es nicht der. Doch, er ist tot. Ist doch gut. Erzählen wir doch nichts an irgendwie von Fernschusswaffen. Wir brauchen schon Fernschusswaffen. Jetzt schauen wir, sind wir nicht Amateur oder was? Mit MGs, weil wenn dann Hardcore. Und wenn dann natürlich auch quasi Hardway. Gehört auch dazu. Nicht nur Hardcore, sondern auch Hardway. Ja, läuft, guck. 1,8 Kilometer. Oh, das wird aber schwierig. 1,8 Kilometer wird, glaube ich, schwierig, weil das jetzt ganz schön, ich habe nur 7 Minuten Zeit. Wie viele Geschworene sind das denn? Hat der das gesagt? Das hat er bestimmt gesagt. Ich habe nur mal wieder nie aufgepasst. Aber das ist ja quasi auch normal. Also gerade in so einem Spiel, wo viel geredet wird, da habe ich im Prinzip bin ich da verloren. Ja, auf verlorenem Posten. Von Anfang an schon. Aber manchmal gehört das dazu. Ich bin überrascht davon, dass ich mit diesem Motorrad so wenig Unfälle bisher gebaut habe. Im Grunde genommen weniger als mit dem Auto. Öfter mal was Neues. Das war jetzt ein Geschworener?
So ein Bodybuilder, der nachts im Park steht und sich nackt vor irgendwelchen Damen zeigt. Das ist ein Geschworener. Der ist sehr, sehr vertrauensvoll. Was hat der denn so geschworen? Wahrscheinlich einfach nur, dass er... Während Fliegen. Ja, fantastisch. Willkommen in der Zeit im Jahr, in der mal wieder die komplette Wohnung voller verfickter Fliegen ist. Aber öfter mal was Neues. Muss gehört auch dazu. Die sind fantastisch. Moment, ich möchte gerne ihn. Ach, Moment, ich muss das. Hier gibt es ja diese eine Tante, die immer steht, mit der man das Wettrennen machen muss. Das ich grundsätzlich immer verloren habe. Das möchte ich gerne noch machen. Da bestehe ich drauf. Da kann man auch das B vorher weglassen. Dann stimmt das auch noch. Not. So, guck. Hör doch mal ab jetzt, du Arschkrampe. Alter, ich muss gleich schon wieder. Muss das jetzt sein? Sanft wurde sie nach draußen geführt. Natürlich. Also, läuft. Ist aber auch das falsche Spiel, in dem man sich mit mir anlegen sollte. Also das hätte man wissen können. Wenn man da sieht, okay, Typ-Spiel GTA, vielleicht sollte ich dann nicht zwingend Aggressionen hervorrufen. Womöglich. Also munkelt man. Ich hab das Gefühl, das sind die jetzt auf dem Schiff. Ach, deswegen soll ich Fernschusswaffen nehmen. Oder liegt der hier irgendwo am Strand? Der ist da auf dem Schiff, ne? Das soll ich jetzt machen. Das soll ich jetzt hinkriegen. Mr. Typ-Typ, so läuft das aber nicht mehr hier. Du machst jetzt Sachen, von denen ich erwarte, dass du sie tust, wenn ich erwarte, dass du sie tust. Und dann können wir vielleicht anfangen zusammenzuarbeiten, brave kleine Kinder, wie wir sind. Jetzt gib mir deinen Sniper, deinen Schnipperriffel. So, wir nehmen das Schnipperriffel. Und jetzt, pass auf. Das soll ich jetzt von hier aus schaffen. Ich kann auch irgendwie zoomen, aber ich weiß nicht wie. Also, so kann ich zoomen. Wie soll ich jetzt von hier aus treffen? Ich sehe ja gar nichts eigentlich. Also, fluppt. Den Typ jetzt, oder was? Aber das ist, wie soll ich denn jetzt, sie ist ja auf dem Schiff, wie soll ich den jetzt treffen? Ich soll jetzt Headshot? Also ich so? Hast du da Gedanken darüber gemacht, dass ich das bin? Wie soll ich den denn treffen? Ich hätte gerne einen Raketenwerfer, das würde funktionieren, glaube ich, aber das ist auch alles. Also das... Too damn. Ja, von wegen, guck, läuft, wie viele sind es denn noch? Sag mir mal, wie viele da sind. Du sagst immer two down und ich weiß gar nicht, was dann doch so geht. Ich bin überrascht davon, dass, Medical Eclipse Tower, schau nach schmutzigen Fenstern. Da vielleicht schmutzige Wäsche gewaschen. Die wir natürlich jetzt dann quasi ausräumen müssen. Ich meine, wir sind ja quasi auch Ausräumer. Ist der da hinten mein Motorrad? Wahrscheinlich nicht. Ist egal, wir nehmen jetzt einfach mal irgendeins. Hey, ich komme vorbei. Ja, dann renn doch schneller zu dem Motorrad, du Lappen, Alter. Hier nichts zu. Ich hoffe, das ist der letzte. Weil ansonsten habe ich nämlich ein kleines, aber feines Problem. Ich hab mich gerade schon gefragt, warum die Polizei noch nicht kommt. Aber stattdessen kommt sie dann jetzt. Gut. Nein. Natürlich auch zufällig genau entgegenkommt. Und dann sagt, nee, gut, dann jetzt gerade da, wo du bist, müssen wir gerade spawnen. Das war eine der Sachen, für die ich mich so fürchterlich aufgeregt habe. In diesem Spiel, dass sie das permanent vor den Polizisten gespawnt sind. Ich weiß nicht, vielleicht haben die es auch mittlerweile rausgepatcht oder so. Ich habe es damals original gespielt und auf der PlayStation 3, seitdem die paar Episoden hier auf dem Kanal und ansonsten gar nicht mehr. Also das kann gut sein, dass das mittlerweile rausgepatcht ist und überhaupt kein Problem mehr ist. Aber... Und dafür kriege ich jetzt aber einen dran. Weißt du, ich stehe da, werd gesucht und hast es nicht gesehen und die fahren mich einfach über den Haufen und es passiert gar nichts. So läuft, ich habe nur noch 3,5 Minuten, Alter. Gib mir 3,5 Minuten, weiter kann ich dein Lied nicht. Läuft. Kann die Polizei... Nein. Der dreht sich jetzt auch noch wahrscheinlich um. Der dreht sich jetzt um 180 Grad. Der steht auf einer Straße, dreht sich um 180 Grad und findet mich dann. Das ist lächerlich. Das ist absolut absurd, was teilweise mit den Polizisten in diesem Spiel passiert. Aber das gehört manchmal auch dazu. Natürlich, und wieder ist direkt einer vor mir gespawnt. Ficken in den rektalen Eingang. So, bitteschön, wir gehen. Aber meine Sterne sind weg. Ist ja Wahnsinn. Wer hätte damit geredet? Das ist so wunderbar funktioniert. Mit ein bisschen Slalom hattest du. Weißt du, mit ein bisschen Slalom. Das ist die Moral von der Geschichte. Mit ein bisschen Slalom wirst du doch jeden Polizisten los. Also, ist quasi im Rahmen. Muss ich ihn einen weiter noch, ja. Ich konnte mir nie vorstellen, dass irgendwer es irgendwie schafft, dieses Spiel zu navigieren ohne Navi. Also, ich, Moment, schmutzige Fenster soll ich jetzt suchen, ja? Schmutzige Fenster soll ich jetzt suchen. Und dann... Einfach so auf offener Straße ist ja mit Sicherheit eine verdammt gute Idee. Also da bin ich mir jetzt auch sicher. Hab ich Schnipperriffel? Ich hab Schnipperriffel. Du solltest... Warum nimmst du denn nicht das Schnipperriffel, du Lappen? Wo sind denn schmutzige, verdammte Fenster? Wo könnten wir denn schmutzige, verdammte Fenster so zu sehen bekommen? Also von der... Von dem Zielpunkt her ist es eher dann irgendwo in diese Richtung. Ah, Moment. Also, Moment, muss ich den Typ einfach umbringen? Einfach nur den Typ umbringen? Der soll ich jetzt... Der ist aber schon tot jetzt. Der ist nicht tot, ich habe den mitten in den Kopf geschossen. Bist du behindert? Ja, das wüsste ich auch gerne. Was passiert, dass du nicht tot bist, du kleiner Lappen? Kommt der jetzt auch nochmal zurück oder ist doof jetzt? Habe ich jetzt keine Möglichkeit mehr, den umzubringen. Überstört auch keinen, dass irgendwer mit einem verdammten Sniper-Rifle mitten auf dem Zebrastreifen steht. Aber man muss eine Priorität setzen als Stadt auch. Und so. Habe ich jetzt verloren. Nicht treten, du sollst da drauf gehen, Alter. So. Nein.
Ah, ich habe nur noch eine Minute, das wird nicht funktionieren. Das heißt, das müssen wir nochmal machen. Das ist ja fantastisch. Wir sind weit gekommen, ne? Also, muss man auch mal so sagen. Ich stelle mich dann jetzt einfach mal in so ein Restaurant rein und baller hier mit meinem Schnipperriffel rum. Da muss man Prioritäten setzen, auch als Restaurantbetreiber. Muss man dann sagen, gut, weißt du, bevor es zu laut schreit, lass mal lieber schießen. Habe ich jetzt keine Möglichkeit mehr, den da wegzuballern. Du dumme Arschkrampe. Du blöder Penner. Ja, das ist okay. Das sogenannte Stil ist, mit dem du spielen willst. Sein dieser Punkt ist zufällig der Kopf. Natürlich nicht. Willst du denn jetzt bitte die Gnade besitzen und endlich sterben? Das wäre fantastisch. So, du lässt dich bitte nicht daran stören, dass ich hier mit dem Sniper-Rifle stehe, Mike Tyson. Und dann werden wir mal gucken, was hier so geht. Also, wo ist Typ? Typ auf Fensterbank-Typ. Wo ist Fensterbank-Typ hin? Der fährt jetzt da langsam hoch. Wir sind genau auf dem Kopf. Bumm. Ey, bist du doof? Also jetzt ist er tot. Hier fehlt noch einer. Wieso denn? Moment, nein. Ich dachte, ich wäre fertig. Was sieht hier auf der Straße? Jetzt einfach deinen Einkauf hier liegen lassen. Irgendwie. Das ist ja Umweltverschmutzung. Also bitte. Das ist ja nur weil ich ein bisschen geschossen habe. Wir müssen hier rumschreien. Das ist ja fast wie Silvester hier. Wir sind quasi. Ist aber gerade kurz nach dem 4. Juli quasi in den USA, wo sowieso immer sehr, sehr viel geknallt wird. Verstehst du? Geknallt wird. Ja, ist nicht lustig und fantastisch. Ich denke, das ist es. Also, wo ist Typ jetzt? Wir müssen jetzt zu Typ fahren und dabei gucken, was Typ so mitzuteilen hat. Ich hoffe, dass alle guten Dinge in diesem Fall 4 sind und wir danach bitte in Ruhe gelassen werden, weil so viel Zeit ist nicht mehr. Also, für meine Qualität. Damn, I ain't got much time left. Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Hör mir doch bitte zu, du kleiner Lappen. Du kannst ja auch mal schneller fahren oder den Moped suchen, der ein bisschen schneller fährt als dieser Tretroller hier. Aber ich wäre ja auch wieder zu viel verlangt. Und dann auch noch bergauf. Das ist jetzt alles Absicht. Das Spiel hat diese Mission, ist extra umstrukturiert, nur damit ich bergauf fahren muss mit diesen Tretbuggy-Dingen hier. Und dann alles schrecklich ist. Aber das gehört manchmal dazu, sagt er und froh dann danach. Bergab. Bisschen, guck, muss nur ein bisschen meckern, dann klappt das schon. Soll mir noch mal irgendwer sagen, das funktioniert nicht. Typ, deine letzte Stunde hat gleich geschlagen, weil dein Henker kommt und er fährt Moped. So, der ist auch schade eigentlich, wenn man dann weiß, okay, ich werde umgebracht und dann von irgendeinem Typ, der mit dem Moped durch die Gegend fährt. Moment, der fährt im Auto. Blöder Lappen, ich dachte, ich muss hier stehen und dich dann umbringen. Wie bei allen anderen auch. Benehm dich gefälligst. Und das soll ich jetzt mit dem Motorrad schaffen, mit dem Ding? Mit der Schabracke? Ja? Das funktioniert. Na gut, wird schon schief gehen. Ich meine, warum auch nicht? Ist das der Motorradfahrer oder ist der in dem Auto? Das ist der Motorradfahrer. Du musst natürlich jetzt gerade auch nach links abbiegen, wenn ich gerade nach rechts abbiegen muss, du Arsch. Warte mal. Ja, pass auf, ich hoffe, ich habe noch genug Munition, um den Penner überhaupt zu treffen. Das ist definitiv das Motorrad, ja. Wie schieße ich denn nochmal? So schieße ich. Ja, dann schieß doch. Ja, mal, wie denn? Achso. Entschuldigung, ich wollte eigentlich nur... ja, Schulter. Wie geht's denn so? Ich wollte nur mal kurz zu Besuch vorbeischauen. Haben Sie... Zielperson ist entkommen. Ich wollte doch nur, das ist doch ein Trick gewesen. Ich wollte ihn doch nur ablenken, sodass er sagt, komm, ich gehe jetzt mal essen in diesem Restaurant, Bootverleih. So nennt man die. Aber das ist, jedes Mal, wenn ich versuche, irgendwas kreativ zu machen, sagt dann das Spiel, nö, ist jetzt aber doof. Sie hat auch eine Kurvenlage von einem kleinen Laster. Das ist, Entschuldigung, ich war gerade lustige Witze am Erzählen. Schon wieder nur eine Minute 30. Geh doch mal jetzt darüber und fahr mal mit dem Motorrad dem Typ hinterher. Was hältst du davon? Aber es ist wahrscheinlich die Leitplanke, die jetzt wahrscheinlich den kompletten Rest der Straße irgendwie jetzt verläuft und ich nie wieder auf die Straße zurückkomme, weil Leitplanke das so beschlossen hat. Danke, Arsch. Läuft. Dem ist natürlich nicht so. So, guck, den muss man aber vorher schon mal schimpfen. Die hat nämlich nur jetzt ihre Tore geöffnet, weil ich geschimpft habe. Das darf man jetzt nicht vergessen. Da muss man jetzt den Kausalzusammenhang, darf man dabei nicht außen vor lassen. Ich falle aber noch ein bisschen näher ran. Nein. Wo ist der Typ jetzt? Wo ist der denn jetzt? Ja. Der hat aber auch noch keinerlei irgendwie. Noch keinerlei verdammte Vorahnung, dass ich ihn eventuell umbringen möchte. Aber immer gut, man kann die alle haben. Ist der Typ jetzt tot? Ist er immer noch nicht tot? Ich verwechsel dich mit irgendjemand anders. Nee, tue ich nicht, mein Freund. Also mein Navi sagt mir da was anderes. Und wie wir alle wissen, ist das Navi das Wichtigste, was wir überhaupt auf der Welt noch haben. Das war's jetzt. Okay, danke. Telefon. Lester, ich habe gearbeitet. Gib mir Geld. Very good. I'll be in touch. Das ist alles. Ich rette der verdammten Zigarettenindustrie den Arsch. Und das ist alles, was du sagst. Da gibst du mir $5,000 für.
Meine Damen und Herren, dafür werden wir mit dem Like-Button kaputt. Brsch, brsch, heute mit einem Sniper-Rifle, weil muss man manchmal in dem Spiel auch so machen. In den Kommentaren. Wen nehmen wir denn als nächstes? Und wo gehen wir denn als nächstes hin? Und warum überhaupt immer alles so wenig Geld? Ich verstehe das alles schon wieder nicht mehr. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Hochoffiziell winkenderweise wie immer. Bis zum nächsten Video. Ja, liebe Leute. Was ist jetzt? Hey, Kumpel. Ein paar Gerüchte über Promis gehört. Gelegenheit mit Bildern dick Kohle zu machen. Tschüss.